leise ist es hier im Volkstheater Rostock definitiv nicht. Die Proben für die erste Musiktheaterproduktion in diesem Jahr laufen auf Hochtouren. Jedenfalls, soweit es möglich ist. Fast täglich wird hier bis zu 6 Stunden geprobt. Das Operettendoppel Salon Pitzelberger und Häuptling Abendwind soll nach der Wiedereröffnung die Zuschauer ins Theater locken. Wir durften exklusiv beim ersten Probedurchlauf von Salon Pitzelberger dabei sein. Und in einem Jahr bist du Millionär! Wir versuchen den Theaterbetrieb, soweit es geht, aufrechtzuerhalten und proben hier eben mit unserem Ensemble und in diesem Fall auch mit 2 Gästen, die dazugekommen sind. Das Orchester, in diesem Falle nicht im Orchestergraben, sondern sehr reduziert hinten auf der Bühne. Und wir haben natürlich auch mit diesen beiden Stücken von Jacques Offenbach Stücke ausgewählt, die in diesem Format überhaupt funktionieren. Also klein, ursprünglich war ja eine viel größere Operette hier gedacht. Jetzt sind wir auf so Salonoperetten umgestiegen. Doch was erwartet die Zuschauer bei Salon Pitzelberger? Im neu gegründeten Salon sollen bei einem festlichen Abendempfang 3 italienische Opernstars die Gäste beeindrucken, so will es die Geschichte. Doch dann der Super-GAU, die berühmt-berüchtigten Stars sagen in letzter Minute ab. Wie es weitergeht und ob eine Lösung überhaupt gefunden wird, wir verraten natürlich nichts. Auf opulente Szenen, großes Orchester und einen vollbesetzten Chor muss verzichtet werden. Das Orchester ist auch nicht wie üblich im Orchestergraben, sondern direkt auf der Bühne hinter einem Vorhang. Die musikalische Leitung übernimmt Martin Hannus gemeinsam mit Hans-Christoph Borg, der für die Studienleitung verantwortlich ist. Eine große Rolle bei den Stücken hat auch unser neuer Alltagsbegleiter bekommen, wie Regisseurin Anja Nieklich erklärt. Gehen wir davon aus, dass wir nicht auf die Masken verzichten können das nächste Jahr. Und wir haben die Masken insofern integriert, als dass wir Sounds gemacht haben. So kann man das sozusagen immer und immer wieder mitbespielen und das ist gar kein Problem. Also wir haben es quasi witzig integriert. Witzig soll die erste Inszenierung in diesem Jahr auch sein. Die Zeit ist wohl dramatisch genug, als dass man Drama auch noch auf der Bühne haben sollte. Dem mittlerweile ausgehungerten Publikum sollen die Gesellschaftssatiren ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Der erste Teil dauert 1 Stunde und der zweite dauert vielleicht 70 Minuten. Wäre halt schade, wenn es nur so an einem Abend gespielt wird, nur 1 Stück. Wir werden nicht nur an einem Abend spielen, falls wir ohne Pause spielen müssen. Dann würden wir den Doppelabend teilen auf 2 Abende. Aber wir haben das jetzt so inszeniert, auch vom Konzept her, dass wir das durchspielen könnten, mit einer Pause dazwischen. Wann es endlich losgehen kann, bleibt derzeit noch offen. Die Hoffnung ist groß, dass die ersten Aufführungen im März stattfinden können. Alle 20 reingegossen und läuft Kübel über.